Der Bre macht Real Talk. Habe ich gestern auf jeden Fall gefühlt, gefeiert und habe mich auch ein bisschen geprägt. Deswegen ziehe ich mir das jetzt nochmal mit euch zusammen rein. Wir beobachten, in welcher Form die Ungeimpften, die ja täglich getestet werden, damit sie überhaupt arbeiten können, 3G, dass die aus dem restlichen Leben ausgeschlossen werden, auch wenn sie getestet sind, und zwar negativ getestet sind. Das ist völlig unmöglich. Ich finde das erbarmungslos und schäbig diesen Menschen gegenüber. Sie haben sich nichts zu Schulden kommen lassen. Sie haben verstoßen nicht gegen Gesetze. Sie nehmen die Freiheit, die sie haben, in Anspruch. Ich hätte niemals gedacht, dass dieses Land so schäbig mit einer bedeutenden Minderheit umgeht. In unserem Grundgesetz heißt es, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Es heißt nicht, alle Geimpften sind vor dem Gesetz gleich. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahr am Puder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Yes, Freunde, ich habe auch gestern genau zu dem Thema, was wir eben jetzt hier gerade besprochen haben, habe ich mir ein Video reingezogen, und zwar von der guten alten Bild-Zeitung. Das hätte ich jetzt auch so selber nicht erwartet, obwohl die auch schon in der letzten Zeit immer mal wieder ein paar Berichte gebracht haben oder Diskussionsrunden hatten, wo ich mir dachte so, uff, nicht schlecht so. Weißt du, wie ich meine? Hätte man so von der Bild nicht erwartet. Ich glaube, der Chef hat auch gewechselt gehabt, ne? Zu irgendeinem Zeitpunkt dieses Jahr. Weh ich schon ganz genau, wie das läuft, Bro. Let's get it on. Ja, wir haben das Thema ja schon angeschnitten. Ich muss mal mich wieder sammeln, weil das bedrückt mich wirklich, was ich hier jetzt... Der Bre macht Real Talk. Habe ich gestern auf jeden Fall gefühlt, gefeiert und habe mich auch ein bisschen geprägt. Deswegen ziehe ich mir das jetzt nochmal mit euch zusammen rein. Achte, und zwar schon seit Wochen, wie nämlich mit den Ungeimpften umgegangen wird. Ich bin selbst dreimal geimpft, und wenn es eine vierte Impfung gäbe, würde ich mir die auch holen, wenn sie mir hilft. Da bin ich ganz entschieden, und das kann ich auch nur jedem raten. Aber wenn wir beobachten, in welcher Form die Ungeimpften, die ja täglich getestet werden, damit sie überhaupt arbeiten können, 3G, und in öffentlichen Verkehrsmitteln fahren können, dass die aus dem restlichen Leben ausgeschlossen werden, auch wenn sie getestet sind, und zwar negativ getestet sind. Das ist völlig unmöglich. Wir müssen uns mal vor Augen führen, was das in dieser Zeit bedeutet. Die dürfen in kein Restaurant gehen, die dürfen in kein Café gehen. Die dürfen kein Konzert besuchen in der Vorweihnachtszeit. Sie dürfen nicht ins Theater gehen. Sie dürfen mit ihren Kindern nicht ins Kino gehen, um einen Weihnachtsfilm zu sehen. Sie können noch nicht mal in ein Spielzeuggeschäft gehen, um ihren Kindern ein Weihnachtsgeschenk zu kaufen. Und am Heiligabend dürfen sie nicht in die Kirche. Was sind denn das für Verhältnisse? Ich muss ehrlich sagen, ich finde das erbarmungslos und schäbig diesen Menschen gegenüber. Sie haben sich nichts zu Schulden kommen lassen. Sie haben verstoßen nicht gegen Gesetze. Sie nehmen die Freiheit, die sie haben, in Anspruch. Und ich muss sagen, ich hätte niemals gedacht, dass dieses Land so schäbig mit einer bedeutenden Minderheit umgeht. Ich nenne das 100% Corona-Apartheid. Ich weiß, dass das ein zugespitzter Begriff ist, aber so empfinde ich das. Und diejenigen, die sich ständig darüber beklagen, dass das Land gespalten wird, tun selbst das Allermeiste dafür, das Land zu spalten, indem sie diesen Teil der Bevölkerung nämlich pauschal ausgrenzen. Als angebliche Rechtsextremisten, Verschwörungstheoretiker, Spintisierer und so weiter. Das ist natürlich ein dramatisches Fehlurteil. In unserem Grundgesetz heißt es, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Es heißt nicht, alle Geimpften sind vor dem Gesetz gleich. Uli, ich... Krasser Talk auf jeden Fall, und ich finde das unheimlich irgendwie auch ein bisschen, was hier abgeht gerade so. Dass es zu so eine Zustände kommt, dass Menschen halt wirklich systematisch ausgegrenzt werden, weil sie einen medizinischen Eingriff, der jedem eigentlich persönlich, die Entscheidung sollte jedem Einzelnen persönlich, weißt du, wie ich meine, so jeder sollte das für sich persönlich treffen, die Entscheidung, so. Und wenn du diese Entscheidung falsch triffst, dann wirst du ausgegrenzt aus der Gesellschaft, Digga. Und das ist für mich unheimlich. Ich finde es einfach nur unheimlich. Unheimlich. Ich kann da nur komplett zustimmen. Ich muss auch wirklich sagen, es gibt ja noch viel schlimmere Fälle. Also letztens zum Beispiel in Düsseldorf war ein Mann, der hat sich nicht impfen lassen. Ich finde das Wort ungeimpft ja schon wirklich nicht mehr menschlich. Das sollten wir eigentlich gar nicht benutzen. Apartheid ist zu weit hergegriffen. Ja, finde ich auch. Der Vergleich ist auch wahrscheinlich nur zum... Also er ist ja auch Journalist. Ich glaube, er sagt es später auch nochmal, dass es halt extra überspitzt gesagt ist. So, ich finde jetzt auch keinen perfekten Vergleich. So, ich finde, es ist eine neue Art von Ausgrenzung. Das, was man so, glaube ich, weiß ich nicht, ob man sowas in der Geschichte vorher schon mal erlebt hat.
mit einer Impfung jetzt, weißt du? Sich gegen die Impfung entschieden, ist mit seinem kleinen Sohn da rumgelaufen, wollte den Mandeln kaufen an einem Stand im Freien. Dann wurde gesagt, darf er nicht, weil es ist 2G. Das muss man sich mal überlegen. Das hat nichts mehr übrigens mit dem Kampf gegen das Infektionsgeschehen zu tun, weil in dieser Lage mit FFP2-Maske draußen, um kurz eine Mandel zu holen. Und das Schlimme, das hatten wir auch schon am Montag, ist, es wird ja jetzt auch schon Menschen der Arbeitsplatz in manchen Fällen genommen und der Studienplatz. Also viele Studenten bangen ja jetzt schon, ob sie ab März nächstes Jahr studieren können. Uns hat ja ein Leser aus dem Fach Zahnmedizin geschrieben, ein Zuschauer. Und ich muss sagen, ich sehe das ganz genauso wie du. Und ich fand es gar nicht überspitzt. Ich empfinde das auch so und ich habe Angst um den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Der nordrhein-westfälische Justizminister, ein CDU-Mann, hat ja angedroht, dass man 2G auch am Arbeitsplatz anwenden will. Was meint er damit? Das machen manche dass schon. Dass die Ungeimpften ihren Job verlieren? Die werden weiter bezahlt, müssen zu Hause bleiben. Was ist das denn? Es hat eine Diskussion darüber begonnen, dass Ungeimpfte auch nicht mehr im Supermarkt einkaufen dürfen. Das haben die Supermarktketten, Gottlob, für sich entschieden, dass sie das nicht tun werden. Also ich finde es vor allem... Das ist crazy, Mann, Digga. Weißt du, vor allem, wenn du auch zu dieser Gruppe gehörst, so, du, weißt du, das ist einfach ein komisches Gefühl für alle diese Menschen gerade, dass so einfach, dass es getrennt wird. Und ich glaube, weil er ist ja zum Beispiel auch dreimal geimpft, ne? Er ist jetzt keiner, der Impfgegner ist oder irgendwie was gegen die Impfung hat oder so. Er ist dreimal geimpft und für ihn selber ist, geht das über eine gewisse Grenze rüber. Und ich finde, das sollte bei vielen mehr Menschen so sein, egal ob geimpft oder ungeimpft. Wenn man einfach so mitkriegt, dass eine gewisse Menschengruppe einfach separiert wird und zuschauen darf, wie andere Menschen alles dürfen und man selber nicht, selbst wenn man offensichtlich und durch Test geprüft gesund ist, darf man nicht mehr am Leben teilnehmen. Und da sollten alle Menschen eigentlich in diesem Land sagen, an diesen Punkt sollten wir nicht kommen und das ist nicht richtig so und da müssen wir was tun. Und wenn wir nichts tun von der Politik aus, dann gehen wir alle gemeinsam, stehen wir auf und sagen, wir lassen das so mit uns nicht machen. Das ist das, was ich fühle, weil es ist einfach eine Spaltung. Wir haben schon genug, habe ich schon am Anfang gesagt, wir haben genug Hass, genug Missgunst, genug Spaltung, genug Scheiße auf dieser Welt, dass wir nicht jetzt das auch noch nehmen müssen, um noch mehr zu spalten, noch mehr so die Gesellschaft gegeneinander aufzuhetzen, Bro. Das ist nicht gut. Darf ich den Satz noch sagen? Dann bin ich ja völlig fertig mit dem Thema. Ich vermisse den Aufschrei der Leute, die sich normalerweise sehr sensibel um Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft kümmern, die sich hier mal als Geimpfte öffentlich zu Wort melden und sagen, so geht das nicht. So kann man mit anderen nicht umgehen. Ich bin geimpft und ich sage, so kann man mit denen nicht umgehen. Also ich finde es auch sehr erschütternd, wie schnell man sich an Ausgrenzungsmechanismen gewöhnt, wenn sie eine hinreichend große Überschrift haben. Wenn man also sagen kann, es geht um die sogenannte Volksgesundheit. Den Begriff hat der Montgomery jetzt wieder in die Debatte eingeführt, der Ärztefunktionär. Wenn man im Freien 2G einführt, also ich habe an einem traurigsten Weihnachtsmarkt von Berlin neulich, da waren rechts 3 Stände, links 4 Stände, es gab Glühwein. Den ersten Satz, den er eben gesagt hat, habe ich gefühlt, ey. 2 Sorten Bratwurst, aber man musste einen Ausweis zeigen und seinen Impfpass, um also im Freien umgeben von 4 anderen Leuten seinen Glühwein trinken zu können. Das ist wirklich brutale Ausgrenzung. Das tut unserer Gesellschaft nicht gut. Es fehlt ja das Gespür, wie man umgeht mit dem freien Willen und deshalb unvernünftig zu werden. Dennoch finde ich den Begriff der Apartheid ein Ticken too much, muss ich schon sagen. Das ist unsere Aufgabe als Journalisten, solche Sachen zuzuspitzen. Ich spitze nicht zu, können Sie machen. Ich finde ihn etwas unangebracht, weil er einen historischen Vergleich ist und damit auch wiederum so eine Art Totschlagargument in die Debatte reinbringt. Ich bin dafür, dass wir die Debatte öffnen. Fühle ich. Dass wir also nicht die Ungeimpften ausgrenzen, dass wir allerdings auch nicht auf die Geimpften draufhauen. Und was ich eben ganz besonders traurig finde, dass man sich so schnell daran gewöhnt, dass jetzt zum Beispiel ein Erzbistum wie Berlin sagt, 2G-Gottesdienste sind der Normalfall. Sind der Normalfall. Das heißt, es hieß früher mal, lass die Kindlein zu mir kommen oder alle, die eher mühselig und beladen sein, kommen zu mir. Heute muss eine Fußnote dran in die gerechte Bibel. Aber wehe, ihr seid nicht geimpft, dann müsst ihr draußen bleiben. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Das sind unchristliche Praxen. Solche Kirchen haben eigentlich den Namen Kirche nicht mehr verdient. Peter, du hast hier bestimmt eine andere Meinung. Stellt sich mal, ich lese ja immer deine Kommentare. In allen Bereichen wird das so durchgezogen, weißt du? Du darfst nicht beten, wenn du nicht geimpft bist. Also nicht in unserer Kirche oder in unserer, weißt du? Nur noch, wenn du geimpft bist, darfst du beten. Bei uns. Ein Bild und ich schätze, hier ist dein Blick ein anderer. Also ich gehe mit dem Begriff auch so nicht mit. Ich weiß aber, was gemeint ist. Und ich verstehe auch die Überspitzung. Und
für mich als Geimpften und wirklich jemand, der selbst nicht so große Bauchschmerzen vielleicht mit einer Impfpflicht hat, geht der Umgang und der Ton, der angeschlagen wird, eindeutig zu weit. Und wenn es nur einzelne Supermärkte sind, wenn die diskutieren, Leuten das Recht zu nehmen, sich ihre Grundnahrungsmittel zu kaufen, dann haben wir Grenzen überschritten. Und bei der Kirche, die Aufgabe der Kirche ist es, auch den Ungeimpften die Möglichkeit zu geben, zu Gott zu beten oder an Ritualen teilzunehmen. Und dann muss und ein wirklicher christlicher Pfarrer, sage ich jetzt einfach mal ganz frech als Agnostiker, auch es ist seine Aufgabe, genau wie dem Arzt. Man geht für sein Seelenheil in die Kirche oder... Man macht keine Unterschiede. Oder man glaubt. Der Arzt darf auch keine Unterschiede und machen. Er kann ja den Unterschied machen, der Priester und der Pastor. Dann muss er halt einen für andere anbieten. Dann muss er halt gucken, mache ich einen draußen. Aber jemand das Recht nehmen zu wollen, zu seinem Gott zu beten oder an Ritualen teilzunehmen. Weihnachten, das Hochamt, das Größte, das fürchtet euch nicht. Ja, da würde man sich wünschen, dass sich der Pastor auch nicht so fürchtet. Ne? Ja, ja. Also da strahlt die Kirche dann, also jedenfalls nicht die Kirche, aber zumindest dieses Bistum komplett die falsche Botschaft aus. Und mir ist auch wirklich, wir sind ein paar Schritte zu weit gegangen in der Diskussion. Da nehme ich auch viele Journalisten nicht aus. Man kann nicht einfach alle in einen Topf werfen. Man kann nicht links mit linksextrem immer in den Topf werfen, rechts mit rechtsextrem und ungeimpft mit Querdenker oder mit Vollidiot oder irgendetwas. Gauck gesagt, hat ja sogar dazwischen Herr Söder eingesehen. Ja. Ja. Darf Gauck, soll das sagen, kann er machen, aber ist nicht gut. Der ist nicht aktiv. Schön ist das nicht. Und da müssen wir wirklich gucken, überschreiten wir Grenzen. Auch ich werde wirklich stocksauer, wenn ich Leute höre, die argumentieren, warum sie sich nicht impfen lassen und warum sie rein wollen oder die Maske so tragen und damit volle Absicht. Ich habe mich damals in einem halbvollen Flugzeug angesteckt, als ich nach Belgrad geflogen bin. Da habe ich schon ein Gefühl gehabt, meine Güte, alle mit der Maske auf 7:30. Es gehört einfach gegenseitiger Respekt dazu. Derjenige, der sich nicht impfen lässt, das ist eine persönliche, bewusste Entscheidung. Der muss auch mit einem Teil von Konsequenzen leben. Aber die andere Gruppe muss aufpassen, dass diese Konsequenzen nicht drakonisch sind, dass sie angemessen sind. Noch eine Frage. Die Redezeit überschritten, da der Jörges, jetzt muss ich mal was sagen. Nein, also unbedingt. Ich finde die Diskussion interessant und gut, dass es auch endlich mal auch diskutiert wird. Nach 1,5 bis 2 Jahren kommen die Leute endlich in so eine Richtung rein, dass man sagt, oh, hier wurden vielleicht einige Grenzen übertreten und ist vielleicht doch nicht so rechtens und so, bla bla bla. Problem bei der Sache sehe ich immer, wie weit man das mit sich machen lässt, weißt du so? Wann kommt denn der Punkt, wo man jetzt wirklich sagt, so, nee, stopp, hier geht's nicht weiter so. Findet andere Lösungen, aber lasst unser Volk in Ruhe. Wir wollen uns nicht weiter spalten und uns irgendwie gegenseitig aufhetzen. Wir wollen auch nicht ausgegrenzt sein, weil wir uns medizinisch nicht irgendwas reinjagen möchten, wo wir nicht vertrauen, Angst davor haben, nicht können, nicht wollen, nicht warum auch immer so. Das ist ja jedem seine eigene Entscheidung. Dass man da einfach auch mal einen Cut macht, so, weißt du, wie ich meine, so. Wann? Was mich jetzt hier an diese... Ich habe vorgestern davon gehört, dass Menschen... Obdachlose gestorben sind, erfroren sind, weil sie in den Bahnhöfen nicht mehr schlafen dürfen, weil da 3G gilt. So. Wie weit wollen wir es halt kommen lassen, ist die Frage. Wie weit? Wie weit wollen wir es kommen lassen, Bro? Und der ein bisschen irritiert ist, dass euch das überrascht. Ich meine, jetzt haben wir 2 Jahre. Das ist doch ein klassisches Ding, was abläuft. Schweizer, das ist ein klassisches Ding, was da abläuft. Wir 2 Jahre lang von oben Panik pur gehabt von den Regierungen, von den Medien. Die Gesellschaft ist in einen Zustand der Angst versetzt worden. Und wenn eine Regierung mit Panik arbeitet, dann produziert sie auch Hass und Ressentiments. Und dieser Hass... Ressentiments? Ich liebe Schweiz, Bro. Ich liebe das Schweizerdeutsch. Diese Ressentiments, die werden dann immer umgelenkt auf irgendwelche. Die müssen Sie nicht den Kopf schütteln, Herr Thiel. Jetzt müssen Sie mich auch ausreden lassen. Ich habe Sie auch ausreden lassen. Dann wird doch einfach ein Hass, ich bestätige das, was Sie sagen, dann wird Hass produziert, der sich an einer Minderheit austobt. Und das ist eine wirklich gefährliche Sache. Was mich irritiert ist, dass man die Regierungen eigentlich durchkommen lässt mit ihrer Kommunikation. Ich beobachte das auch in der Schweiz. Wo sind denn eigentlich die Fakten? Die Fakten. Zum Beispiel eine Zahl, die nie kommt an diesen Medienkonferenzen. In der Schweiz schwankt das Medianalter der an oder mit Covid Verstorbenen zwischen 83 und 89 Jahren. Die durchschnittliche Lebenserwartung in der Schweiz ist 84. Das heißt,
Das sind Menschen, die in einem betagten Zustand sind. Das ist der Großteil der Verstorbenen. Sie sind alle 98% mit Vorerkrankungen. Das heißt nicht, dass man, dass das ist auch eine Tragödie, wenn ein 80-Jähriger stirbt. Vielleicht hätte der noch länger leben können. Aber in der Führung, in der Gesundheitspolitik müssen wir Schwerpunkte bilden. Und man kann nicht eine ganze Gesellschaft in Geiselhaft nehmen, wenn man bestimmte Risikogruppen hat, die man schützen kann, die sich aber auch selber schützen können. Und wir haben verlernt, auszusprechen, dass der Tod auch zum Leben gehört. Es darf gar niemand mehr sterben, es müssen alle gerettet werden und der Staat befiehlt uns, gesund zu bleiben. Ich möchte mal, das ist die logische Folge dieser Panikstimme. Ich verstehe gar nicht, warum er den Kopf schüttelt. Ich habe genau das von dieser gesagt, Gesundheitsargumentation weg, so wichtig die ist. Die Schweizerin, man. Finde ich aber auch, also ein, zwei Punkte von ihm habe ich auf jeden Fall gefühlt, das mit der Angstmacherei und dass das sich dann irgendwann auch wieder auslädt, so. Definitiv. Und zum Schluss, was er gesagt hat, von wegen, ja, mit der Gesundheit, so, dass, nee, den Punkt, dass er gesagt hat, dass es sich gar nicht mehr getraut wird, auszusprechen, dass man auch sterben muss, so. Ich glaube auch generell jetzt, unabhängig von Corona oder nicht Corona, dass wir Menschen viel zu viel Angst vor dem Tod haben und nicht richtig begriffen haben, dass es zum Leben dazugehört, weißt du? Es gibt Kulturen und Völker, die haben gar keine Angst vor dem Tod, weil die sich von Anfang an und von Geburt an damit auch beschäftigt haben. So. In unserer Welt wird es oft so zur Seite gedrängt und kommt dann manchmal als Angstfilm so hoch. Kennt ihr das? Nachts manchmal so, fuck, meine Mutter könnte irgendwann sterben und ich auch und dies, das, bla bla bla. Aber wenn man halt wenn man mit dem Tod sich auch ein bisschen auseinandergesetzt hat und beschäftigt hat, dann hat man davor auch nicht mehr so viel Angst. Da habe ich mal eine ganze Dokumentation drüber gesehen, wie Leute dann auch zum Beispiel in Leichenhäuser und so gefahren sind, geguckt haben, wie die Arbeit da abläuft und so, um einfach ihre eigene Angst vorm Tod sich wegzunehmen, so, weißt du? Mich beschäftigt, warum dieses Land dazu schweigt, dass niemand steht auf, in keinen Medien ist ein Kommentar erschienen, so geht das. Martin, ich küsse dein Herz, danke für den Support auf jeden Fall, Bro. Faust den Motherfucker. Skrrr. Bits. Mit den Ungeimpften kann man nicht umgehen. Doch, gibt's doch, Bild, ich hab, auch, Bild schon. Auch. Ja, ja. Naja, geschrieben. Bild ja, aber Bild, ja. Ehrlich, gibt es hier irgendwie eine sichtbare Bewegung von Leuten außerhalb von Demonstrationen? Alexander Künstler, Anna Schneider, Welt, mir fallen echt viele ein jetzt morgen auch gerade so. Dazu. Und die Frage ist natürlich einfach. Ist das genug? Ja? Nein. Mehr kann man nicht ja, tun. Mehr kann man ja, nicht ja, als Einzelner, ich ja, tue es ja auch, klar. Aber gibt es hier eine ja, Bewegung von Intellektuellen, die sagen, so könnt ihr mit den es Leuten. Es gibt teilweise umgehen. Versuche. Es gab Versuche, von die wurden Brecht, fertig Frau Flasspöhle, die einen auf den Deckel bekam. Und ja. Teilweise kann ich das etwas verstehen, was der geschätzte Kollege aus der Schweiz da sagt. Heißt doch teilweise. Teilweise nicht alles. Wir haben natürlich auch diese Politik hier, die in Deutschland mehrheitsfähig ist. Das muss man sagen. Herr okay. Scholz wurde für sein Unerschütterliches gewählt. Frau Merkel wurde geschätzt für ja. diese Art und Weise, wie sie die Corona-Pandemie angeblich gut, ich finde, schlecht gemanagt hat. Das heißt, der Deutsche sehnt sich nach jemandem, der ihm, wenn es darauf ankommt, sagt, wo es lang geht und der, hinter dem er sich auch im Zweifelsfall verstecken kann. Also hinter der Mutti oder einem Papa kann man sich verstecken. Wir hatten Mutti Merkel, jetzt haben wir vielleicht Onkel Olaf. Ich muss einmal kurz ja. meinen Kopf schütteln, erklären, wenn ja, schon, erwähnt wird, ich wehre mich gegen die Erzählung, dass von oben herab etwas konstruiert wird und etwas geplant wird. Da verkennen wir, dass da auch Sachen einfach nur passieren oder falsch laufen, dass da vielleicht auch die Leute eine bestimmte Gewöhnung haben. Aber die Erzählung von oben, eine Macht würde etwas machen und auf das Volk hinuntergehen. Wir haben den Deutschen Bundestag, der die Sachen alle mitbeschlossen. Nein, ich sage, guck, ist das Missverständnis. Ich muss Missverständnis. Ja, aber der andere hat auch lang geredet. Nur aber gut. Wir haben noch nicht ganz. Das ist noch nie passiert, glaube ich, war, dass von oben herab irgendwie was gesteuert wurde oder so. Ganz kurz, nicht planen. Aber wir haben jetzt 2 Jahre lang ja, angstgetriebene Rhetorik der Regierenden und die Aufgabe einer Führungsperson, lass mich mal ausreden, die Aufgabe einer Führung besteht auch darin, manchmal die Emotionen etwas abzudämpfen. Sehr da richtig. Haben die Regierungen versagt. Also da die Regierung da pauschal freizusprechen, Herr Tiede, wo ist da Ihr kritischer Geist? Wo ist da Ihr kritischer Geist, die sogenannte Ressentiments? Verstehst du das, Digga? Sehr interessanter Talk auf jeden Fall, könnt ihr mal abchecken. Bild-Zeitung. Ja, man kann natürlich so. Fand ich auf jeden Fall gut, dass da mal so ein Bericht kam, so ein etwas kritischerer Talk an der Stelle. Habe ich gedacht, teile ich mal mit euch hier in der Community. Martin, danke für die 200 weiteren Bits, Bruder. Ich küsse dein Herz. Faust it in, man.